Ich habe ein Wochenende mit dem ROG Ally von Asus verbracht und ich muss sagen, für rund 800 € ist das ein überraschend leistungsfähiger Mini-Windows 11 PC. Denn genau das bekommt ihr hier, einen Windows 11 PC mit allen Vor- und Nachteilen, die das mit sich bringt. Vorteile sind natürlich zum Beispiel die sehr hohe Kompatibilität mit Spielen und Softwares, aber ihr bekommt eben auch den herzallerliebsten Office 365 und OneDrive Spam, halte ich aber für verschmerzbar. Euch steht also frei, wie ihr eure Spielebibliotheken organisieren möchtet. Dem aufgeräumten Sammellauncher eurer Wahl, aber auch einem Desktop voller Icons steht nichts im Weg. Äußerlich macht das Gerät mit seinem abgeschreckten Design echt was her. Auf Weiß stechen aber auch noch so winzige Flecken und Verfärbungen hervor, das Gehäuse will also gründlich gepflegt werden. Im Handling macht es auch eine gute Figur. Mir persönlich sind die Tasten der Switch Joy-Cons zum Beispiel zu klein und nah beieinander. Da verkrampfen mir nach einer Weile immer die Hände. Diese Probleme habe ich mit dem Ally gar nicht und mit 608 Gramm ist das Gewicht zwar höher als bei der Switch, aber durch die angenehmere Ergonomie macht das weniger aus. Einziges Manko im Handling, bei den Sticks hätte es ein bisschen mehr Widerstand sein dürfen. Für so ein kleines Gerät sind die Lautsprecher erstaunlich klar und auch das Stereospektrum kommt spürbar rüber, ergänzt durch simulierte Umgebungseffekte. Das Display misst 7 Zoll und ist damit genauso groß wie das der OLED-Switch und des Steam Decks, wobei im Steam Deck ein Seitenverhältnis von 16 zu 10 genutzt wird. Hier ist es das herkömmliche 16 zu 9. Statt OLED hat Asus sich für einen LED-Touchscreen mit einer maximalen Auflösung von 1920x1080 entschieden. Da die Grafikeinheit auf RDNA 3 basiert, kann ich sogar guten Gewissens empfehlen, die Full-HD-Auflösung zu nutzen. AMDs FSR 2 macht in kompatiblen Spielen oft möglich, durch die eine oder andere Stellschraube noch mehr aus euren Spielen rauszuholen. HDR wird allerdings nicht unterstützt, was bei der Größe aber kein wirklich schmerzlicher Verlust ist. Auch draußen bei Sonnenschein könnt ihr mit voller Bildschirmhelligkeit den meisten Einstrahlungswinkeln der Sonne trotzen. Ob die maximale Bildrate von 120 Hertz wirklich ein praktikabler Wert oder eher ein Marketing-Gimmick ist, liegt an euren Erwartungen und an den Spielen, die ihr damit spielen wollt. Und damit komme ich nun zum wohl spannendsten Thema des ganzen Videos. Wie performt das Teil und wie lange hält der Akku? Es dürfte niemanden überraschen, dass ich den Akku von 100% innerhalb von rund einer Stunde leer bekommen habe, als ich es in Doom Eternal und Hogwarts Legacy mit Gewalt drauf angelegt habe. Das spiegelt aber nicht das durchschnittliche Spielverhalten mit so einem Handheld wider. Je weniger ihr der Hardware abverlangt, desto länger hält der Akku natürlich. Grafisch anspruchsvolle, moderne Spiele werdet ihr mit dem Ally ohnehin nicht in voller Auflösung auf 120 Hertz kriegen. 60 habe ich in den meisten Spielen als ideale Zielbildrate empfunden. Aber dank AMD FreeSync fühlen sich auch Raten zwischen 30 und 60 problemlos spielbar an. Als ich im 10 Watt Profil und Windows Energiesparmodus eine lange Session Stardew Valley gespielt habe, kam ich mit 100% Akku knapp 3,5 Stunden hin. Dabei hatte ich das Display nicht vollständig abgedunkelt und auch den Ton nicht komplett abgeschaltet, weil so spielen ja nun die wenigsten wirklich, höchstens mal im Bett. Ich wollte ein realistisches, praktisches Beispiel haben. Im 45 Watt volle Pulle Turbo-Modus alles aus der Hardware rauszukitzeln macht Spaß und es ist gleichzeitig wirklich irre, wie leise die Kühlung selbst bei voller Power ist, aber dann müsst ihr damit eben in der Nähe einer Steckdose bleiben. Apropos Steckdose, mit dem mitgelieferten 65 Watt USB Typ C Ladegerät war der Akku von 0% innerhalb von 1,5 Stunden wieder voll. Für wen lohnt sich dieses kleine Kraftpaket jetzt also? Wenn ihr einfach ab und zu mal ein bisschen vor euch hindaddeln wollt zum Ausspannen, tut's auch eine günstigere Switch oder das Basismodell vom Steam Deck. Wenn ihr aber Wert auf höhere Performance, Vielseitigkeit, Full HD und sehr breite Software-Kompatibilität legt, aber nicht nur am Schreibtisch, sondern auch mal draußen oder gemütlich im Bett eine Runde zockt, könnte sich der Aufpreis für euch echt lohnen. Schon nach nur einem Wochenende bin ich Fan vom Ally. Natürlich gibt's noch Einzelheiten, die in zukünftigen Handhelds verbessert werden sollten, wie zum Beispiel die Akkulaufzeit. Aber hey, wenn Technologie eins macht, dann sich weiterentwickeln.